Ich probiere den Fleckel aus dem Mund. Wie geht's meiner Bergziege? Wir haben die Berge für uns. Los geht's! Für uns geht's jetzt mit der Fähre über diesen laut Marie schlecht gelaunten Mund von Frankreich. Ich probiere den Fleckel aus dem Mund. Sag mal. Von der Seite musst du, glaube ich. Ja, offen. Das ist doch der Meeresarm. Das ist gut. Ja, wir stehen hier in der Schlange und warten, bis die Fähre da ist. Wir fahren im Keller. Fast an die andere Seite und man sieht, hier geht es Sandstrand los. Und der Sandstrand hat eine Länge von 237 Kilometern. Schauen, wie die Bedingungen aussehen. Ja, das machen wir jetzt. Genau. Wir hatten schon, als wir ankamen, richtig fette Wellen, also nicht surfbar, für uns zumindest. Genau. War aber geil zum Anschauen. Wir saßen oben mit unseren Stühlen, Abendsonne, Weinchen getrunken. Finde ich auch immer schön, einfach nur den Wellen zu gucken. Schön und beeindruckend. Also wir waren echt haushoch. Und locker, das, ja. Das macht dann auch einen Lärm, diese Welle. Also, wie wenn man im Feuer guckt, da kann man auch einfach immer genau. Gucken. Ja. Genau, aber am liebsten gehen wir natürlich selber aufs Wasser. Aber die Wellen sind kleiner und demher. Muss das ganz gut sein. Ja, freuen uns. Also sieht für uns auch deutlich überschaubarer aus. Das könnten wir auch gut surfen jetzt. Und hier gibt es dann auch einiges zum Auswahl. Wir sind in dem Örtchen Carcans auf der Suche nach Eis. Eis. Und ich habe eigentlich eher Lust auf was Salziges. Ich habe echt Hunger. Deshalb, ich hätte gern Pommes. Eis haben wir schon gesehen. Ja. Pommes noch nicht so ganz. Wir haben eine nämlich gesehen und die hatte aber seine Fritteuse nicht angehabt. Und das ist schade. Ja. Aber immerhin kriegst du endlich mal dein Eis. Das mein ist schon Eis, die ganze ja. Zeit willst und rumjammerst. Ja, ich habe so Bock drauf. Schau, was für ein riesen Ding es hier gibt. Und Kate, es gab kein Pommes? Nee, aber ein Crepe. Ein Crepe. Immerhin ein Crepe. Wir sind aber noch in Frankreich, da kann man gut Crepes essen. Ja, nochmal ausnutzen. Also, lass dir schmecken. Wird gespült. Muss auch sein, wir staunen das immer über den ganzen Tag an. Und dann gibt es halt immer Abwasch von dem ganzen Tag. Genau, und das sieht dann so aus. Kate auf ein Spülkissen. Da ist das Spülkissen. Perfekte Höhe dann auf die kleine Waschbecke. Und sie macht das richtig effizient mit so wenig wie möglich Wasser. Aber trotzdem sehr sauber. Und ich bin Herr, der trocknet. Und räume es dann nachher ein. Das hat sich eher so entwickelt, ne? Ja, weil ich den härteren Job habe. Wieso? Schau, wie ich hier, da, ich muss knien und du sitzt gemütlich auf dem Sofa. Ja, das ist auch wieder so. Habe ich mich halt gut ausgesucht. Mhm. Was passiert dann noch nach dem Spülen? Dann geht es Richtung Dune de Pilat. Wir sind angekommen bei Dune de Pilat. Kate stärkt sich noch mit einer Karotte. Ja, dass sie auch hochkommen. Genau, weil dann geht's hoch. Irgendwie ist da ein Sandwand und wir schauen mal, wie wir da hochkommen. So, wir sind schon im Sand, die Flipflops sind aus. Und los geht's, hoch. Boah, ich bin 20 Schritten hoch und ich merke es jetzt schon. Das ist ein echter Wadenbeißer, das Ding. Hey Kate, da auf den Sandbank gibt's Welle. Kannst du kurz meinen Wellereiter holen? Im Leben nicht.
Am, wie heißt dieses Springen? Boxspringen. Am Boxspringen üben wir noch. Ach so, da üben wir auch noch, ja. Ja. Wir haben erst ein bisschen dran gezweifelt, ob wir überhaupt hierher fahren sollen, ob sich das lohnt. Ich dachte, eine Düne kennen wir ja als Hand einfach. Haben es dann doch gemacht und ich bin froh. Ich finde es genau. Beeindruckend. Ganz viel Sand ist dann doch besonders. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne hier auf der Düne. Dann geht's wieder schnell, Schrittes, springen nach unten. Ja, so ist es vorgesehen, zumindest bei mir. Ja, bei mir auch. Ob du mich folgen kann ich dir nicht, glaube ich. Nee. Dann ist unsere Frankreich-Reise auch wieder auf sein Ende, würde ich mal sagen. Ja, wir haben nämlich vor, dann nach Spanien zu fahren. Los geht's! War gut. Hola, Banditos y Banditas. Das Bonjour gehört der Vergangenheit. Wir sind nämlich in Spanien. In Spanien. In ein kleines Surfortchen, das heißt Mundaka. Das würden die Surfer unter uns kennen. Und da schauen wir jetzt mal die Bedingungen an. Traumhaft hier. Kate, was meinst du? Soll ich reinspringen? Buenos dias von uns. Buenos dias. Wir haben Lowy hinter uns gelassen, haben die Wanderschuhe angezogen. Genau. Und laufen jetzt in Richtung Gazelugatzu. Nee, Gazelugatz. Gazelugatzke. Erst dachten wir, was liegt da für ein Pups? Aber es ist ein riesen Nacktschnecke, das ist richtig groß. Schön, ist fast so groß an wie Kates Fuß. Brutal. Ich habe nie so einen riesen Nacktschnecke gesehen. Den lassen wir hier mal den Straße überqueren. Ist schon richtig crazy, oder Kate? Aha. Schon cool, dieser Weg davor. Das ist einfach gerade so von der Natur, die Felsen sind. Hammer. Genau, da haben sie richtig auf den Felsvorsprung den Weg angelegt. Ist schon echt krass. Und wir sind wieder zurück am Bus. Ja. Jawohl, hier standen wir heute Nacht direkt mit Blick auf das Meer. Kai macht sich ready. Er geht surfboilen. Wir sind mittlerweile gut in San Vicente de Barquera. Sowas, ja. Angekommen, unser Blick aus dem Bus. Da wird gemäht. Ja, da wird schon die Wiese gemäht. Du bist bereit? Ich bin bereit, wir können gehen. Erzähl mal, was brauchst du alles jetzt zum Surffoilen? Du brauchst ein Foil und ein Board, das fürs Foil geschickt ist. Also hier so ein Kasten hat, für zwei Schienen, damit man eine Aufnahme für das Foil hat. Und ein Leash natürlich, damit man das Board nicht vergisst. Leash? Und ganz wichtig beim Foilen, der Helm. Weil wenn es dir spült, will man nicht den Foil auf den Kopf kriegen. Ganz wichtig, das Gehirn schützen, auch wenn wenig drin ist. Genau. Und Neoprenanzug ist auch angenehm. Genau, das kann ich hier auch empfehlen, ja. Dann viel Spaß dir. Danke. Pass auf dich auf. Oh,
Wir verlassen San Vicente. Ciao, ciao. Und fahren in die Bergen. Ich glaube, es heißt die Picos. Ja, die Scheibe ist schon noch ordentlich dreckig. Die sollen wir mal echt waschen. Ja. Wir haben ein paar Tipps bekommen von anderen Camper und die haben gemeint, schaut euch die Bergen an. Das Naturpark um den Picos ist richtig, richtig schön. Die nächsten Tage sollen eh keine Wellen und Wind sein, deshalb genau, das passt das ganz gut. Passt ganz gut in die Berge zu fahren. Wir sind mitten in den Picosgebirge. In ein Städtchen, das heißt Potes. Und da bummeln wir mal durch und schauen, ob wir was Gutes zu essen finden. Mhm. Wir haben uns extra frisch gemacht. Ja. Andere Kleidung an zur Abwechslung. Ja, herrlich, fühlt sich echt auch mal gut an. Und? Lokal und ein Paella. Und schmeckt? Lecker? Lecker, ja. Der Paella ist auch richtig lecker. Hier die Muscheln, die gefallen mir richtig gut. Die muss man mit der Hand essen, glaube ich. So, wir haben herrlich gegessen. Jetzt bummeln noch mit die Flasche Wein durch den Stadtchen. Wir können natürlich nicht die ganze Flasche Wein runterdrinken. Nee. Oh, ja. Uitbuiken, sagt man in Holländisch. Ausbauen. Einfach echt ein schönes kleines Dörfchen und alt, glaube ich auch. Ganz alt und alles so schön geschmückt. Was sagt man da? Sträßchen? Sträßchen. Oder Gasse. Gasse. Hier gibt es einmal alt mit Löcher im Dach versus neu. The landscape changes around me. On and on, I feel immersed. Whatever happened to me, happened for my highest good. I read that in so many books, now it's almost understood. I'm moving on and on. On and on. I'm moving on and on. Genau, das saßen wir gerade noch zum Essen. Und, so hier am Fluss entlang, direkt was frischer, ja, kaltes Wasser. Wir gehen aber noch im Fluss, wir suchen die heiße Quelle auf und lassen uns den Tag dann einfach gut ausklingen. Sweetest my location, sweet as well my destination. Ja, da kommt die Brücke. Und zurück am Parkplatz bei Louis. Ja, da steht er. Ich hoffe, ihr seht uns. Wir laufen im Dunkel zum Quelle. Extra im Dunkel, weil tagsüber soll es ziemlich voll sein. Es gibt nur ein kleines Becken, wo es auch richtig warm kommt. Und da würden wir natürlich gerne alleine schön reinlegen. Ich stelle es mir romantisch vor. Ja, ich hoffe, dass es warm genug ist. So ist gerade unsere Stimmung. Kate, wie ist es? Herrlich, bei mir ist es richtig heiß. Hier kommt die warme Wasser direkt aus dem Fels. Gut auszuhalten hier im Fluss, ne? Aha. Wir haben hier so ein kleines Becken, wo wir reinlegen. Und da strömt der normale Fluss, wenn man es sieht. Das ist eiskaltes Wasser, da will man nicht drin liegen. Bei uns im kleinen Becken. Ah, ist es aber. Herrlich. Ja. Gerade es wird immer wärmer. Oh, das ist richtig warm hier so. Ja. Tage in Spanien. So, wir sind zurück im Bus. Oh, herrlich. Wie spät ist es? Wir waren ewig. Ich denke, bestimmt 2 Stunden drin. Ja. Ein Traum war es. Zuerst dachten wir, oh nee, das ist irgendwie kalt, es kommt ab und zu eine heiße Strömung, aber sonst ist es kalt. Und dann haben wir uns selber so hingelegt, dass wir abgestaut haben.
Und da haben wir es richtig gut. Wir lagen da so fast eingeschlafen. Wie im Bad, ja. Aber ohne Wasserverschwendung. Und man hat schön die Sterne gesehen, das Dampf, wie es hochgestiegen ist und der Fluss gehört. Also man hat richtig die Natur eingeatmet, eingesaugt. Das war herrlich. Und jetzt? Geht's ins Bett. Geht's ins Bettle. Also gute Nacht. Gute Nacht. Wir haben Loi an der Straße geparkt und vor uns geht's los auf eine Wanderung ja. In Picosgebirgen. Wir müssen den weiß-braunen Streifen folgen. Oder ich folge einfach Kate. Der chillt schön. Also da gibt es so einige Bergziege hier. Man fragt sich, ob sie hier schläft, hier vorne. Und die da hinten, die ist ziemlich K.O. glaube ich. Wegen meiner Bergziege. Für die Ziege klettert besser wie ich. Ja, die rutschen nicht so, glaube ich, ne? Hey Freundchen, chillst du hier? Schön, ne? Mit die ganze Family am Berg. Herrlich. Mit den Bergziegen laufen wir weiter hoch. Kate, alles okay? Ja. Komm kaum voran, weil wir ständig am Gucken sind wegen den Ziegen. Aha. Oh, wir lassen die Bergziegenkolonne hinter uns. Also jetzt fühlen wir uns doch echt mitten im Picosgebirgen. Sei mal still. Genau. Hier ist es echt ruhig. Also wir haben die Berge für uns. Tut's gut? Ja, richtig gut. Wasser direkt aus dem Berg, so muss es sein, ne? Oh, das tut so gut. Wir haben es geschafft. Da ist dann das Dorf. Es ist so romantisch. Romantisch? Süß. Da steht's. Zukauf der Käse Picon de Treviso. Sitzt Kate und sie wartet, bis der Cola kommt. Und Essen. Wir probieren der Käse von hier, ne? Käse de Picon. Ein Patatas und ein Tapas. Yes. Gespannt, was kommt. Das hier ist der Käse von hier. Käse de Picon. Sieht Hammer aus. Ah, so ein Schimmelkäse, glaube ich. Mhm. Mit das Brot. Jetzt warten wir noch auf die Kartoffeln. Mitten noch im ersten Gang haben wir die zweite Gang bekommen. Pommes. Das sind Pommes mit der Käsesoße, halt eine Soße von der Käse gemacht. Also,
Deftige Mahlzeit auf jeden Fall. Deftige Mahlzeit. Du hast einen Hund neben dir. Hey, hallo. Lustig, hier überall auf die Dächer liegen Steine drauf, damit die Dachziegel, glaube ich, liegen bleiben, wenn es stürmt. Also das sieht man hier fast auf jedem Dach. Ist auch ein Weg. Ja. Natürlich nehmen wir auch einen Käse von hier mit den Berg runter. Ja. Erinnerung. Vor allem, der war echt lecker. Ja, was machst du da in dein Glas? Ich habe die Zitrone rausgepusht, dass die Zitrone noch essen kann. Sehr gut. Mal schauen, ob sie das Gesicht verzieht. Oh, ja. Herrlich gefespert. Der ganze Käse gefespert. Der Pommes. Wir trinken noch was. Und dann rollen wir den Berg runter. Genau, dann geht's gemütlich wieder die 3 Stunden den Berg runter, die wir hochgelaufen sind. Mhm. Ab, zurück ins Tal. Und dann sehen wir uns dort wieder. So, wir sind wieder gut unten angekommen. Das Wetter hat ein bisschen nachgelassen. Zugezogen. Es ist ein bisschen zugezogen. Und Kai war sogar trotzdem noch in diesem eiskalten Fluss gerade baden, hat sich erfrischt. Genau, ich dachte noch mal kurz erfrischen, bevor es heute Abend wieder ins Bett geht. Für mich nicht, es war zu kalt. War schon echt frisch, aber hat gut getan. Spüren die 1000 Höhenmeter in den Beinen. Mhm. Waren 12 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Traumhafte Natur, schöner Weg, süßes Dörfchen oben, leckeres Essen. Also, Hammertour gewesen. Ein Top-Tag und ein Top-Woche war es wieder. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch davon genossen. Wir auf jeden Fall. Dann verabschieden wir uns für diese Woche wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben nach da. Oder kommentiert oder beides. Und ja. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Auf nächstes Mal. Bis dann. Dach, dach. Dach, dach. Doi, doi. Doi.